So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games auf dem Mineplex-Server. Ich bin die Klasse Knight, das heißt, ich kriege pro gegnerischen Angriff ein halbes Herz weniger Schaden. Und ich kann Gegner mit einem Rechtsklick mit dem Schwert so stunnen oder beziehungsweise so blenden. Ich habe im Hintergrund die Klimaanlage laufen, also ich hoffe, dass alles mit dem Sound stimmt. Wenn nicht, dann kann ich da leider nichts dran ändern. Aber ohne Klimaanlage ist es nicht auszuhalten. Und ich habe die schon auf niedrigste Stufe stehen. Ja geil, ich kriege nicht mal das Holzschwert, das Steinschwert. Scheiße. Hier, den Flint könnt ihr haben. Das waren ja richtig viele Level, die ich da rausgezogen habe. Ich muss machen, dass ich wegkomme. Da war, ist auf jeden Fall irgendjemand, der mit dem Steinschwert unterwegs. Weil da war ja eins drin, bekanntlich. So, ich nehme erstmal alles an Waffen mit, was ich so finde. So, das ist mein Gegner. Der ist weg vom Fenster. Ich habe ein Holzschwert. Das heißt, ich kann Gegner jetzt stunnen. Oh, ich habe auch ein Steinschwert. Das heißt, ich kann Gegner immer noch stunnen. Gucken wir erstmal in die Truhe da. Hier sind Klamotten und ein paar Karotten. So. Ich habe nicht wirklich viel, was ich gebrauchen kann. Ich könnte ein bisschen was verbrennen, ne? Oder so tun. Also da geht so schnell ja keiner hin. Ich habe schon zwei Level, das heißt, ich kann versuchen, mich zu verzaubern, wenn ich einen Verzauberungstisch finde. Hier müsste doch genau einer gewesen sein. Zack und... Oh, ne, dann verzaubern wir uns lieber die Schuhe. Protection 1. Wunderbar. Das war schon mal ein guter Anfang. Ich tue mal so, als wenn ich nichts habe, obwohl ich packe lieber... Huch, wieso habe ich falsch Schaden? Oder habe ich zweimal... Ja, man hört manchmal sich selber zweimal. Da hatte ich gerade Glück, weil ich dachte gerade, hinter mir würde einer stehen. Dann hätte ich nämlich ein klitzekleines Problemchen. Also mein Equip ist schon nicht schlecht. Ich hätte gerne noch eine ordentliche Mütze. Und dann sehen wir weiter. Die Wand müsste auch gleich irgendwann von links kommen. Nichts, was ich brauchen kann. Eine Mütze, ein bisschen Fleisch. Eine Hose, die ich nicht gebrauchen kann. Gut. So, dann tun wir mal so, als wenn wir nichts hätten und dann, also sind die Gegner dann mutiger, wenn wir mit nur einem Holzschwert rumlaufen, als mit einem verzauberten Steinschwert. Ich könnte auch meinen Kompass benutzen. Aber ich glaube, ich habe gerade hinten gerade, entweder war das... Ein bisschen flackern. Ach, komm. 147 Blöcke. Okay, da hätte ich lange in die Richtung laufen können. Dann laufen wir mal zum ersten Gegner, weil ich hätte gerne einen Gegner. Was habe ich an Schuhen? Ich habe sehr gute Schuhe, also kann der Rest da drin bleiben. Nichts, was ich gebrauchen kann. Ich krieg dich wohl. Also da habe ich gar keine Sorgen, dass ich den nicht kriegen könnte. Was denkt er denn, wer er ist? Und tschüss. So, das war der. Hatte der was Schönes? Nein. Noch ein Steinschwert brauche ich nicht. Die Brust nehme ich gerne. Das sieht gefährlicher aus als die, die ich habe. Und dann könnte ich eigentlich nochmal zu dem Verzauberungstisch hingehen, ne? Wenn ich schon hier am Stand noch bin. Au. Au.
glaube, ich kann erstmal ein bisschen was wegwerfen. Wo keiner so schnell hinguckt. So. Habe ich hier reingeguckt? Nein, aber sind auch nur ein paar Karotten drin. Also mein Equip ist schon extrem gut. Die größte Sorge, die ich nur habe, ist, dass jetzt gleich die Wand kommt. Und da habe ich auch nicht mehr viel Zeit. Okay. Nee, nee, nee. Dich werde ich mir holen. So, und jetzt werde ich mir dich noch holen. Oh. So. ...144 Blöcke, okay, das ist eine gute Reichweite. Das war ein Team, okay. Habe ich mal eben ein Team ausgeschaltet, habe ich nicht mit gerechnet. Irgendwo ist noch ein Team. Die hatten auch keine Suppen. Ich hätte gerne eine Suppe. Das würde mir die Arbeit schon sehr erleichtern. Aber erstmal verzaubern. Kann ich mich eigentlich komplett verzaubern? Unbreaking ist natürlich kacke. Da müssten aber noch, müsste noch eine Brust rumliegen. Au. Ich hätte gerne eine Brustrüstung. Ich habe eine Brustrüstung. Geil. Da kommt gleich auf jeden Fall die Wand. Also da ist er schon. Okay, ich sehe sie schon. Jetzt muss ich mich beeilen. Projektil ist besser als Unbreaking auf jeden Fall. Und dann machen wir, dass wir hier wegkommen. Oh, da kommt überall die Wand. Okay, wir gehen den Strand entlang. Oh, da kommt auch die Wand. Okay, wir gehen nicht den Strand entlang. Ich muss mich beeilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey. Hey, hey, hey. Ich würde gerne hier hoch. Lauf, lauf, Hablo, lauf. Oh Mann. Was ist das wieder für eine Runde? Zuerst das Team und jetzt die Wand. Und zwar kommt die Wand von allen Seiten, logischerweise. 195 Blöcke, okay. Hier ist nichts drin, was mich gebrauchen könnte. Hoch. Kann ich hier überhaupt irgendwie hoch? Hier kann ich hoch, gut. 67 Blöcke, wahrscheinlich in der Mitte. United Chicken. Und keine Uses mehr verblieben, so. Scheiße, ich bin so tot. Kommt er hierher? Er traut sich nicht. Er traut sich hier nicht her, okay. Ich muss mich mal eben wieder hochheilen. Okay, was mache ich? Das ist so ein Assi, der sich in der Mitte verkämmt. Und dann, ja. Und da ist ein Team. Ich warte ab. Ich warte mal ab. Und dann snacke ich den Rest. Komm her. Nein, nein, nein. Komm her, komm her. Einer ist tot. Wo ist der andere? Ich weiß es nicht, aber ich habe Bogen. Und ich muss machen, dass ich in die Mitte komme. Lass mich bloß in Ruhe, du Wand. Huch, hier darf ich nicht rein. Huh.
Be aware of the Haplo. Zack, GG. Überrascht habe ich ihn. Überrascht habe ich ihn. Er war gerade beim Dia-Schwert verzaubern. Da habe ich ihn weggekombot. Wow. Holy fuck, das war eine geile Runde. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.